Hey Leute, Retro Joe ist am Start und ich habe heute Bock auf Caped Crusader Action und wir spielen Batman auf dem Mega Drive. Ich kenne die NES-Version, ich kenne Batman Returns auf dem Super Nintendo und ich kenne die Super Nintendo und Mega Drive-Version von Batman and Robin, also Batman Animated, aber ich kenne nicht die Mega Drive-Version von Batman basierend auf dem Tim Burton-Film. Sieht auf den ersten Blick gar nicht übel aus, würde ich sagen. Das muss man ja dazu bedenken, dass das Mega Drive ja quasi nach dem NES und vor dem Super Nintendo erschienen ist. Und das hier ist auch einer der früheren Titel noch. Das heißt, ganz auf Grafikniveau von vielen späteren Super Nintendo Spielen vor allem ist das hier nicht. Aber die Konkurrenz war damals halt auch das NES. Und dafür, finde ich, sieht es doch ganz ordentlich aus hier. Schöner Regeneffekt. Batman, also das Sprite von Batman sieht ordentlich aus. Was ist das? Ah, okay, guck mal. Wenn ich nach oben drücke und springen drücke, dann kommt ihr hier mit meinem Batarang, beziehungsweise mit dem Kletterhaken, dem Grappling Hook. Der Regen hört auf. Was ich ein bisschen unschön finde, ist, wenn man doch als Videospielfigur springt. Dann macht man doch einen Jumpkick, oder? Und nicht hier so einen Luftschlag. Das ist doch scheiße. Was soll denn das? Was haben wir denn noch? Ah, ich habe noch Battle. Achso, da unten habe ich Battle Ranks, aber davon nicht so viele. Nur noch zwei Stück. Ja, bisher relativ standardmäßiger Action-Brawler, würde ich mal sagen. Double Jump gibt es noch. Okay, Ende des Levels erreicht. Da ist ein Boss. Der ist bis jetzt mal nicht beeindruckend. Aber gleich gehen mir die Battle Ranks aus und dann muss ich wahrscheinlich dann doch im Nahkampf ran. Ne? So, jetzt habe ich keine Battle Ranks mehr. Au. Au! Guck mal, wenn der aber zuschlägt, dann trifft er aber ordentlich. Aber ich habe ihn gleich. Ja, komm mal ran hier. Okay, wenn ich auf ihn drauf springe, habe ich ihn gerade auch ein Stück zurückgeschleudert irgendwie. Dachte ich jedenfalls. Ja, der Doppelsprung zählt quasi als Attacke, wenn ich es gerade richtig gedeutet habe. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Access Chemical Factory, also hält sich auch vom, zumindest beim ersten Level, tatsächlich grob an den Aufbau des Films. Kisten kann ich nicht kaputt machen. Was mit dem? Wow! Okay. Hey, Leute. Ich glaube, da muss ich mit dem Scheiße. Genau, da muss ich mit dem Doppelsprung drüber. Die Typen hier sind ein bisschen lästig. Kann ich da auch hoch? Nein. Vor allem, die kommen immer und immer wieder hier. Eigentlich. Kaputt. Ja, das soll es auch gewesen sein. Für den ersten Eindruck reicht das, glaube ich, meine lieben Freunde. Batman fürs Mega Drive. Wer von euch hat das Spiel als Kind gehabt? Erzählt es mir. Seid ihr gut? Ist das, taugt das was auch in späteren Leveln? Kann man sich das mal holen? Kann es auf jeden Fall geil, so fürs Regal ist das auf jeden Fall eine Anschaffung wert. Und wenn mir das irgendwann auf einer Retro-Börse mal über den Weg läuft, dann werde ich es wahrscheinlich mitnehmen. Retro-Joe.